Also in der Südstadt bin ich jetzt, glaube ich, mein 7. Jahr. Davor war ich schon als ganz kleines Baby, war ich schon Babyschwimmen ebenfalls in der Südstadt. Also ich bin eigentlich mit einem Jahr schon in die Südstadt gekommen. Ich habe schon oft gesagt, für mich ist Sport eigentlich, findet nur im Kopf statt, weil man kann Talent haben und alles, aber wenn man nicht 100% dahinter im Kopf steht, dann wird da das Talent auch nichts bringen. Wir haben schon viele Sportler kommen sehen und wieder gehen sehen, weil sie es einfach mental nicht geschafft haben an die Weltspitze, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde das Schwimmen, wenn ich so sagen darf, die besonderste Sportart überhaupt ist, die es gibt, weil wir einfach mit einem anderen Element umgehen müssen. Von Markus Rogan hängt bei uns in der Südstadt ein Plakat, weil er eben auch in der Südstadt trainiert hat. Und ich finde, wenn man einen Weltrekord geschwommen ist, kann man schon sagen, man hat etwas im Schwimmsport erreicht. Mein Ziel, das ich mir setze, ist, meine österreichischen Rekorde zu verbessern auf 800.500 Grad. Und auf 400 Grad fehlen mir, glaube ich, noch 2/10, also ein Wimpernschlag. Und den würde ich mir dann auch noch sehr gern dort ergattern. Ich sage einfach, wie es ist, ich liebe Wien, ich liebe die Stadt Wien. Ich glaube, ich bin jeden Tag im ersten Bezirk unterwegs. Ich liebe es einfach herumzubummeln, mit meiner Mama immer irgendwas essen gehen. Wir haben schon da unsere Stammlokale. Und ja, ich finde, Wien ist einfach eine der schönsten Städte. Wir haben da aber natürlich sehr schöne Naturplätze auch, wie zum Beispiel die Praterallee, wo man sehr gerne laufen oder Radfahren gehen kann. Aber natürlich auch am Donaukanal, wenn man mal ein bisschen am Wasser sein möchte. Und ich glaube, es ist auch relativ abkühlend im Sommer, da die Donau halt doch relativ kalt immer bleibt. Ist natürlich auch sehr nett. Und wir haben ja auch zum Beispiel den Augarten oder den Rosengarten gegenüber vom Rathaus. Finde ich auch immer eine sehr nette Location.